Hi Leute, seid ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar stelle ich euch heute mal einen Speedglitch vor, den ihr eigentlich mit so gut wie jedem Auto machen könnt. Also zumindest mit den Autos, die keinen vorintegrierten Spoiler haben, den man nicht wegmachen kann. Und ja, also ich würde sagen, dann zeige ich euch mal den Speedglitch beim Flughafen. Ja Leute, ich bin jetzt hier am Flughafen angekommen und ich würde sagen, dann kommen wir auch schon mal zu den Voraussetzungen für den Glitch. Also eigentlich braucht ihr möglichst einfach nur ein Auto, was halt eben keinen Spoiler hat. Und das Auto darf auch auf keinen Fall schusssichere Reifen haben, weil dann wird der Glitch nicht mehr funktionieren. Ja, also ihr könnt tatsächlich auch alles andere tun, wie ihr möchtet. Ihr könnt, keine Ahnung, Splitter dran machen. Ihr könnt, keine Ahnung, die Farbe ändern und so, weil die tut ja jetzt in dem Fall nichts zur Sache. Und ja, das geht eigentlich mit den meisten Autos, die keinen Spoiler haben und keine schusssicheren Reifen. Also ich zähle euch jetzt auch mal ein paar auf, von denen ich auf jeden Fall weiß, dass es geht. Also vom Overflowed MT TXF. Der, den ich gerade fahre, da geht's natürlich. Dann geht's noch beim Pfister 811, beim Pikassi Infernus, beim Truffade Edda, beim Truffade Nero und beim OB 9F Cabrio. Ja, also es gibt natürlich auch noch mehr Autos, bei denen der Glitch funktioniert, aber bei denen weiß ich halt jetzt zu 100%, weil ich es da auch selber schon ausprobiert habe oder den Glitch sogar schon gesehen habe irgendwo. Das Einzige, was ihr jetzt im Grunde genommen tun müsst, ist die Vorderreifen zerschießen. Also ihr braucht nicht mal unbedingt nur noch die Felgen haben. Die Reifen können theoretisch auch noch drauf sein und der Glitch sollte, soweit ich weiß, trotzdem funktionieren. Aber ich fahre jetzt in dem Fall mal trotzdem lieber die Reifen kaputt. So, da sind jetzt auch schon die Reifen geplatzt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Felgen vorne. So, dann kommen wir als nächstes zur Ausführung des Glitches. Und zwar müsst ihr dafür eigentlich nicht sehr viel tun, also ihr stellt euch halt eine gerade Fläche, jetzt zum Beispiel hier beim Flughafen ist natürlich sehr praktisch. Eigentlich bei dem gesamten Glitch müsst ihr einfach Gas geben, also ihr müsst das Gas dann dauerhaft gedrückt halten. Ja, dann macht ihr praktisch so ein Burnout, das heißt ihr drückt Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt und dann lasst ihr irgendwann Bremse einfach ganz kurz los und drückt dann wieder, halt dann wieder Bremse gedrückt. Ja, dadurch werdet ihr praktisch absolut schnell, also man wird dadurch immer schneller, viel schneller und ja, verliert absolut nicht an Geschwindigkeit. Und wir bremsen jetzt auch mal hier, weil ich das Auto nicht komplett beschädigen will. Also tatsächlich kann man mit diesem Glitch theoretisch gesehen 500 km/h erreichen. Rein theoretisch auch sogar mehr, aber ja, die Gerade reicht halt nirgendwo auf der Map dafür aus. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn man halt eine Gerade hätte, die unendlich lang ist, wäre man schneller als das schnellste Flugzeug im Spiel. Hier dieses Pyro-Flugzeug ist das schnellste Flugzeug im Spiel und allgemein auch so das schnellste Fahrzeug, zumindest wenn man jetzt halt keinen Glitch benutzt oder so. Und ja, damit kann man ca. 350 km/h fliegen, aber mit diesem Glitch könnte man theoretisch 480 km/h oder so schaffen und es würde vielleicht sogar noch höher gehen. Ja, und beim Flughafen ist es tatsächlich so, dass die Gerade auch ganz knapp ausreicht, damit man halt jetzt einen Scramjet im Drag Race besiegen kann oder einen Vigilante. Also man kann jedes Auto, jedes beliebige Bodenfahrzeug kann man hier eigentlich besiegen, ne? Indem man einfach nur diesen Glitch anwendet, was extrem lustig ist. Ja, aber für Rennen und so ist der Glitch logischerweise nicht geeignet, weil man kann halt nicht wirklich lenken, wenn man halt nur die Felgen hat vorne. Und da kommt man leicht von der Bahn ab. Was ich euch auch empfehlen würde, ihr solltet nicht das mit irgendeinem Auto machen, was ihr schon ein bisschen demoliert habt, weil da kann es sein, dass halt die Reifen schon vorne so eingedrückt sind oder so. Besonders wenn ihr halt keine gute Panzerung auf dem Auto habt. Ist das nicht so praktisch, weil dann kann es sein, dass der Glitch nicht mehr funktioniert. Ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach nochmal. Also ihr macht praktisch einen Burnout, haltet Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt. Gas wird die ganze Zeit gedrückt gehalten und ihr lasst dann Bremse kurz los und haltet dann Bremse wieder gedrückt. Wenn ihr dann mal in Ego-Perspektive geht, seht ihr auch, dass das Tacho die ganze Zeit bei 30 bis 40 km/h steht. Und das sollte sich auch nicht bewegen, obwohl es ja offensichtlich ist, dass man halt viel schneller ist. Und das war jetzt auch nicht so gut, der Aufprall. Ja, also das Tacho sollte die ganze Zeit so ungefähr bei 30, 40 Meilen pro Stunde stehen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Weil, ja, das Tacho zeigt das dann gar nicht mehr korrekt an und ja, dann wisst ihr praktisch, dass ihr gerade den Glitch macht. Und der Glitch ist tatsächlich halt wirklich sehr einfach zu machen und ja, man muss nicht viel dafür können, aber der ist sehr praktisch, wenn man einfach alle Drag Races damit gewinnen kann und es wirklich sehr easy ist halt. Ja, ich würde sagen, zum Schluss zeige ich euch mal noch ein paar Orte, wo ihr den Glitch gut ausführen könnt. Also hier zum Beispiel in der Kanalisation sollte sehr gut funktionieren, weil ja, das Wichtigste für den Glitch ist halt, dass ihr eine lange Gerade habt, mit möglichst wenig Hügeln oder so. Und wie ihr schon seht, funktioniert der Glitch hier auch perfekt und ja, man muss halt hier auch zum Glück auch kaum lenken und kriegt daher auch eine sehr hohe Geschwindigkeit hin. Außer jetzt, wenn die Kurve hier kommt. Dann hier auf der Strecke neben dem Casino funktioniert der Glitch natürlich auch, also
Ihr könnt das auch auf dreckigem Untergrund machen, also auf Erduntergrund, das ist kein Problem. Es sollte trotzdem genauso funktionieren wie jetzt auf Asphalt. Also ihr seht schon, ja, es funktioniert ja auch einwandfrei. Und ja, das Tacho ist jetzt hier ein bisschen höher, deswegen hat es nicht ganz so gut funktioniert, weil ich zu spät gedrückt habe. Ja, aber in der Regel müsst ihr ungefähr so eine halbe bis eine Sekunde warten, während ihr die Bremse loslasst. Und dann drückt ihr halt die Bremse wieder voll durch und dann müsst ihr nur noch ein bisschen lenken. Ansonsten passiert dann eigentlich alles von alleine. Hier auf dem Highway funktioniert der Glitch an manchen Stellen auch echt gut. Also zumindest jetzt, wenn wenig Verkehr gerade ist. Ja, also hier sind manchmal auch teilweise echt lange Geraden, an denen man das ziemlich gut hinbekommt. Vorausgesetzt, es kommt keine Kurve. Hier beim Tunnel soll es eigentlich auch gut funktionieren, ist mir gerade aufgefallen. Also hier ist die Gerade auch absolut lang. Und hier sollte man sogar auf eine höhere Geschwindigkeit kommen, vielleicht als am Flughafen. Weil die Gerade hier ja schon irgendwie deutlich länger ist. Und man ist auch wirklich ganz schön schnell. Also, das geht ganz schön ab hier. Die letzte Location, die ich euch zeigen möchte, ist Chaos Flughafen in Sandy Shores. Also, ja, das ist eigentlich auch ziemlich logisch, dass der Glitch funktioniert, weil hier ist auch eine absolut lange Gerade und die Landebahn ist sogar noch absolut breit. Deswegen funktioniert der Glitch hier auch einwandfrei. Und wir sollten auch auf eine ziemlich hohe Geschwindigkeit hier kommen. Upsi. Ja, Leute, mein Auto ist jetzt schon ziemlich demoliert. Dann hoffe ich mal, euch hat der Speedglitch gefallen. Ja, also, wenn ihr den nicht direkt hinbekommt, ist es ja nicht so schlimm. Also, normalerweise ist der schon relativ einfach und nach 5 bis 10 Minuten oder so kann man den eigentlich schon fast perfekt. Und ja, also, es sollte echt nicht lange dauern, bis man den kann. Der ist nun wirklich nicht so schwer. Und ja, dann hoffe ich mal, euch hat dieser Speedglitch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.